So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute lässt der DAX es etwas langsamer angehen als die Tage zuvor. Der DAX hat knapp die 10.000 beziehungsweise der Future hat die 10.500 Punkte erreicht. Der DAX nicht ganz, ein halber Punkt tiefer. Was jetzt hier wichtig ist im kurzfristigen Bereich, im Stundenchart, dass sich der DAX über der 10.400er Marke etwa hält. Dort liegt auch die Unterkante des Rainbows. Hier wäre auf jeden Fall eine Unterstützung angedacht und von dort aus könnte er nochmal leicht ansteigen, aber vor der heutigen wichtigen Zinsentscheidung denke ich mal eher, da er jetzt auch schon eine ganz schöne Rallye hingelegt hat, fast vom Tief aus 400 Punkte, wird er eher seitwärts sich bewegen. Hier im Wochenchart konnte er sich wieder jetzt über die in den Wolkenkern, also über die Wolke Unterkante hineinbewegen. Aktuell steht die Position im Plus. Wer jetzt hier eben auch Angst vor der Zinsentscheidung hat, kann natürlich hier, zwar wäre das dann kein toller Trade, aber jetzt hier die kleineren Gewinne mitnehmen. Man war ja deutlich im Verlust und deswegen, wie gesagt, ist es jetzt kein besonders guter Trade, aber man könnte ihn jetzt hier im Plus abschließen. Hier das Ziel, gerade eben aus dem Wochenchart heraus, ob jetzt diese Woche vielleicht eher nicht, sondern eben dann auch vor Weihnachten wäre dann eben wieder ein Anlaufen dieser Trendlinie möglich. Wenn es jetzt in der nächsten Handelswoche wäre dann, ja, 10.860 Punkte möglich und dann könnte es hier wieder zu einem kleinen Abprall kommen. Etwas bedenklich stimmt eben hier der Nasdaq. Der Nasdaq konnte sich aus diesem Bereich eben hart sehr gut davon abprallen. Und konnte auch mehr oder weniger fast schon das Ziel jetzt gestern, war ja wieder ein Anlaufen der 4060 hier im Gespräch, beziehungsweise der Pfeil lief hier, läuft ja schon über eine Woche mit. Also hier waren vom Tief, aber das Tief war eben wirklich ein gefährliches Tief. Sagen wir hier vom Einstand 4520 Punkte oder 430 und im Hoch, ja, konnte man fast 100 100 Punkte im Nasdaq mitnehmen. Es entspricht über 2%. Im Tageschart noch, ja, nähert es sich weiter wieder der Unterkante des Rainbows an. Hier gibt es jetzt eigentlich ja immer noch nichts Größeres. Kein Setup, das ich jetzt hier raus basteln könnte, ja. Kommen wir zu den anderen Setups, die hier noch laufen bzw. liefen. Gestern war hier einmal noch Öl vorgestellt. Hier konnte man 100 Pips mitnehmen. Einstiegskurs war bei, oder das Setup wurde bei 36,50 vorgestellt, mit einem Stoppkurs knapp unter der 36er Marke. Stoppkurs hielt auch auf Stundenschlussbasis und auch Intraday. Und es war ein Anlaufen des EMA 200 im Stundenchart vorgesehen. Wie man sieht, ist er hier genau abgeprallt. Temporär war es eben Überschießen da. Bei den anderen hier, wurde ja erfolgreich, wurde ja hier auf den Short genau an diese Linie gesetzt. Deswegen, das kann jetzt hier wirklich verschwinden. Applied Materials, der Short ging perfekt auf. Die anderen Long Setups waren einmal die Newmont Mining Group. Hier ist man jetzt leicht im Minus, da bleibe ich aber dabei. Bei Barrick Gold habe ich ja gesagt,
solange es noch über der 7 US-Dollar sich der Wert noch halten kann, kann man, ja, es ist hier halt eben eine Seitwärtsbewegung, hier ein kleiner Fehlausbruch fand statt. Also hier muss man jetzt sich noch keine Sorgen machen. Die unteren Ziele, ja, wären dann nur beim Bruch der 680 dann möglich, beziehungsweise eben auch so eingezeichnet. Und dann könnte es im Extremfall wirklich noch an die 4 US-Dollar Marke gehen. Bei den deutschen Werten, hier wurde zwar kurz ausgestoppt, aber als die Videos, die leider keinen Ton hatten, war eben sofortiger Wiedereinstieg am nächsten Tag geplant. Und aktuell prallt die BMW-Aktie an der Unterkante der Unterstützungszone, ehemaligen Unterstützungszone, jetzt eben leichte Widerstandszone, eben ab. Aber hier bleibe ich weiter dabei, allerdings eben auch mit dem Stoppkurs. Bei der Daimler ähnliches Spiel, direkter Wiedereinstieg, und aktuell stehen wir eben auch hier an der unteren Unterstützungszone bzw. jetzt Widerstandszone. Neues Setup und sehr spekulativ, weil eben sehr antizyklisch ist die Deutsche Bank aus dem Stundenchart heraus. Hier wurde im Video ja erwähnt, dass der Kurs ja die 21,20 noch erreichen konnte. Hat er mir jetzt heute tatsächlich auch geschafft. Hier wurde man aber eben, da ich das jetzt nicht explizit rausgenommen habe, wurde man eben auch hier oben eingestoppt. Also läuft das Setup mit dem Stopp bei 20,70. Also zwischen diesen beiden Marken kann man ruhig einsteigen. Wer noch nicht investiert ist, würde sich eher dann einen Ausbruch jetzt über dem EMA 38 anbieten. Dann wäre auch hier das Vorgängerhoch überwunden, also bei rund 21,65 Euro. Das wäre es erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder.